Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr seht, hier rechts, heute geht es um die Soundpads R3 Pro. Genau um diese hier. Und ich habe nicht ein Paar, sondern zwei Paar bekommen. Das heißt, eins kann ich wieder verlosen. Wenn ihr also neu dabei seid, vergesst auf gar keinen Fall, den Kanal zu abonnieren und unten in die Kommentare Hashtag Gewinn reinzuschreiben, um an der Verlosung teilzunehmen. Den Gewinner ziehe ich wie immer 30 Tage nach dem Video hier. Viel Erfolg dabei. Ich hatte ja schon einige Soundpads hier und jetzt haben wir wirklich mal Active Noise Cancelling mit dabei. Das heißt also, ihr könnt im Flugzeug oder im Zug einfach das Noise Cancelling aktivieren und habt dann ein bisschen mehr Ruhe als mit normalen Kopfhörern. Zu den weiteren technischen Details kommen wir gleich. Jetzt würde ich sagen, gucken wir uns erstmal an, was alles im Paket ist. Auf geht's. Ja, so kommen die guten Kopfhörer bei uns an. Wie immer eine schöne Verpackung von Soundpads hier. Hybrid Noise Cancellation und ein bisschen was steht drauf. Schauen wir einfach mal rein, wie das Ganze ankommt. Ihr seht, hier ist nochmal ein schwarzer Karton. Den machen wir auch mal auf. Schaumstoff. Und da sind auch schon die Kopfhörer im Ladecase. Die holen wir jetzt mal hier raus. So, dann schauen wir uns mal an, was noch alles dabei ist. Hier haben wir nochmal eine kleine Extra-Box. Wahrscheinlich ein USB-C-Ladekabel, würde ich jetzt mal tippen. Genau so ist es auch. Ein kleines USB-C-Ladekabel. Hier haben wir dann nochmal verschiedene Aufsätze, um den Kopfhörer an unseren Gehörgang anzupassen. Ja, ihr seht, also die mittleren scheinen montiert zu sein. Das hier ist eine Nummer größer. Das ist dann nochmal eine Nummer kleiner. Dann haben wir hier nochmal eine Bedienungsanleitung, User Guide auf mehreren Sprachen, auch sehr kurz gehalten. Er ist im Verpackungsinhalt nicht enthalten. Schauen wir uns nun mal die Ladebox im Detail an. Auf der Rückseite vom Case haben wir einen USB-C-Anschluss, mit dem das Ganze innerhalb von 2 Stunden wieder voll aufgeladen ist. Dann haben wir eine LED-Statusanzeige nur am Case und sehr schwach, die euch zeigt, wie viel Prozent das Case noch hat und wann ihr laden müsst. Also wenn es rot leuchtet, heißt das für euch laden. Mehr braucht man da meiner Meinung nach auch nicht. Zudem haben wir am Case noch eine kleine Taste, die ihr drücken könnt. Wenn ihr die 10 Sekunden lang gedrückt haltet, sind die Kopfhörer zurückgesetzt und ihr könnt sie neu pairen. Dann schauen wir uns einmal die Kopfhörer an sich an. Die sehen jetzt nicht allzu hochwertig aus. Das ist allerdings auch dem geschuldet, würde ich sagen, dass sie extrem leicht sind. Mit an Bord Bluetooth 5.2 mit dem aptX Adaptivcodec. Bis zu 10 Meter ist eine stabile Verbindung so möglich. Natürlich sind die Kopfhörer nach IPX5 regen- und schweißgeschützt. Die Kopfhörer brauchen 1,5 Stunden, wenn sie restlos leer sind, bis sie wieder bei 100% sind. Die Akkulaufzeit beträgt 5 bis 6 Stunden, je nachdem, ob ihr das ANC anhabt oder auch nicht. ANC ist das Noise Cancelling. Natürlich sind an den Kopfhörern auch Mikrofone verbaut zum Telefonieren. Und wie sich das Ganze anhört, das hört ihr jetzt gerade mal hier in einem Beispiel. So, das ist ein Anruftest. Ich bin jetzt hier auf dem Handy unterwegs und habe die Kopfhörer im Ohr. Ich denke, die Qualität ist dementsprechend ganz okay. Bin jetzt hier in einem ruhigen Raum. Empfang ist sehr gut, nicht an der Hauptstraße. Und ja, so hört sich das Ganze an. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt wechseln wir zum Vergleich nochmal rüber auf mein normales Telefon. So, und jetzt sind wir hier auf dem normalen Telefon nochmal als Vergleich unterwegs mit dem Mikrofon direkt am Mund dran. Ein super interessantes Thema habe ich noch. Und zwar gibt es mittlerweile eine Soundpads-App für Android und iPhone. Der Riesenvorteil, ihr könnt die Kopfhörer updaten, Equalizer anpassen, die Schnelltaste zum Beispiel deaktivieren, dass wenn ihr einmal draufkommt, dass nicht sofort die Musik losgeht. Auf jeden Fall super interessant, dass es endlich mal die Möglichkeit gibt, da vernünftig Updates drauf zu machen. Also ihr seht, auch hier hat sich ein bisschen was getan. Ja, hier sind die guten Dinger. Vielleicht jetzt mal ein bisschen was zu dem Thema Modes, die wir hier haben. Also wir haben einmal einen ANC-Modus, also Noise Cancelling. Das heißt, Umgebungsgeräusche werden reduziert. Und zwar, je nachdem, wo ihr seid, relativ stark. Das heißt also, wenn ihr im Flugzeug sitzt, im Zug, im Auto, dann werden die Geräusche extrem reduziert. Also es fällt wirklich massiv auf. Nicht so stark werden Stimmen oder sowas reduziert, aber dieses kontinuierliche Rauschen oder sowas, das verschwindet fast komplett. Ganz wichtig, wenn ihr so auf der Straße unterwegs seid, ANC anmacht und es ist ein bisschen windig. Sobald ein bisschen Wind an die Mikrofone kommt, fängt es an, laut zu rauschen, beziehungsweise man hört halt den Wind dann extrem, weil er versucht dagegen zu arbeiten, denkt, das wäre ein Störgeräusch und auf einmal hört man den Wind extrem laut. Der ANC-Modus ist also nur was im windstillen Bereich. Dann haben wir den Pass-Through-Modus, heißt der. Das heißt, die Mikrofone auf der Außenseite nehmen auf und schicken das Ganze in den Kopfhörer weiter. Das heißt, im Endeffekt soll es so sein, als hättet ihr gar keine Kopfhörer drinne.
Funktioniert nicht so ganz, finde ich. Also man hört auf jeden Fall seine Umgebung besser. Ist jetzt nicht so, als hätte man keine Kopfhörer drin. Dann haben wir noch den Normal Mode. Das ist der normale Modus. Als kleines Add-on haben wir dann noch den Gaming Mode. Da soll die Latenz ein bisschen niedriger sein, was auf dem iPhone auch sehr gut funktioniert. Bei Android gibt es immer noch eine minimale Verzögerung, die man dann, wenn man wirklich so Testvideos sich anguckt, hören kann. Also 100% verzögerungsfrei ist es nicht, aber es ist wirklich sehr gut und man kann da gut mit leben. Dann wollen wir nochmal eben dazu kommen, wie wir die Kopfhörer steuern. Und zwar sind die Kopfhörer natürlich berührungsempfindlich. Und wenn ihr hier drauf drückt, könnt ihr zum Beispiel die Modes wechseln oder anderes. Ihr habt wirklich sau viele Möglichkeiten, was ihr machen könnt. Das Einzige, was leider fehlt, ist ein Lied zurück. Ansonsten haben wir folgende Möglichkeiten. Doppelklick, Musik, Pause, Play. Auf der rechten Seite einmal drücken, lauter. Auf der linken Seite einmal drücken, leiser. Halten wir rechts gedrückt, machen wir ein Lied weiter. Halten wir links gedrückt, dann switchen wir vom ANC in den Normal in den Pass-Through-Mode. Dreimal auf den rechten Kopfhörer drücken, aktiviert unseren Voice-Assistenten. Und dreimal auf den linken Kopfhörer tippen, aktiviert den Gaming-Mode. Die Modes werden natürlich im Ohr angesagt. Das heißt, wenn ihr auf ANC schaltet, dann kommt natürlich eine Ansage, ANC ist on. Thema Sound. Also ich finde, die Kopfhörer haben wirklich einen sehr guten Sound. Am Anfang habe ich noch gedacht, oh, ist aber ein bisschen wenig Bass. Dann habe ich allerdings festgestellt, dass man ja über die App den Equalizer einstellen kann, dort einfach die Bassverstärkung aktivieren kann, beziehungsweise den Bassmodus aktivieren kann. Und dann passt das für mich auch zum Podcast hören etc., was ich halt auch viel mache. Bestens geeignet. Kommen wir also nun zu einem kleinen Fazit. Auf jeden Fall eine gute Alternative zu den AirPods, die ja um einiges mehr kosten. Im Vergleich zu den Soundpits R3 hat sich auch einiges verbessert. Das heißt, das Mikrofon ist deutlich besser geworden. Wir haben den ANC-Modus mit drin. Für mich der einzigste Wermutstropfen ist eigentlich, dass es jetzt wieder halt In-Ear-Kopfhörer sind. Das heißt, die stecken halt wieder im Gehörgang drin. Ah ja, und jetzt ist auch schon der ANC-Mode reingegangen. Und ich höre meinen Computer auf einmal nicht mehr rauschen. Also Kopfhörer sehen auch, finde ich, ziemlich stylisch aus. Sehr unauffällig. Und auch so macht das Ganze einen guten Eindruck. Was mich auch noch ein klein bisschen stört, ist halt, dass man die nicht hinstellen kann. Ich würde sie gerne hinstellen. Aber sie fallen einfach immer um. Wenn ihr Interesse an den Kopfhörern habt, dann schaut doch mal gerne unten in der Videobeschreibung vorbei. Vergesst nicht, am Gewinnspiel teilzunehmen. Eventuell habe ich unten in der Videobeschreibung auch noch einen Rabattcode. Da werde ich jetzt mal nachfragen. Und wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Und natürlich auch nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.